Könntest du jetzt bitte Da kurz? bist du ja wieder. Hä, ich habe gerade Discord geschlossen. Hä? Wie Jetzt kann bist ich du aber wieder im da. Discord sein, wenn ich Discord gerade komplett beendet habe? Du wirst bei mir gerade angezeigt. Ich habe gerade den Link gemacht und jetzt Ich bist du hier. habe Discord hier nicht mehr offen. Geh, komm mal Steam. Das ist gerade buggy. Ich bin gar nicht mehr in Discord drin. Ich habe es komplett geschlossen. Es ist noch nicht mal mehr im Taskmanager drin. Es ist noch nicht Okay. mal mehr im Taskmanager. Ja, ich glaub dir das. Alles gut. Ja, bitte einmal komplett Also rausgehen. jetzt bei Steam oder wie? Ja, einmal was Team. Ich bin hier. Das ganze Ding ist buggy gerade. Alter. Irgendwie soll ich verarschen. Ja. Also, was kann ich bisher aus CS2? Das hat nicht mehr 24 hat das gut mitbekommen. Okay. Ja, ich finde das halt gerade mega seltsam, weil ich habe Discord halt komplett beendet. Das wird mir hier nicht mehr, mehr angezeigt. Ich weiß nicht, was los ist. Das hatte ich jetzt das zweite Mal bei Discord. So. Dann einmal hier rüber. Nein, nicht Spiel zuschauen. Das da. Wie lange ich nicht mehr über Steam gequatscht habe. Ah. Hallo? Hallo? Ja, okay. Ja Unfassbar. gut, dann hier. Unfassbar. Unglaublich. Unglaublich. Ja, ne? Da kann ich aber jetzt tatsächlich nichts Unglaublich. für. Ich weiß. Es ist halt nur auch. Lustigerweise war halt, wo du sagtest, du bist raus, warst du bei mir wieder drin. Wie gesagt, ich hatte gerade komplett geschlossen. Da dachte ich nur so, okay. Wieso kann ich jetzt plötzlich Stimmen hören? So. So. Also noch einmal da rein. Seid gegrüßt. Ja. Weil das ja eben so gut geklappt hat. Aber Du meine hundertprozentig. Güte. Ich will gar nicht wissen, was wir hier eigentlich alles verpasst haben. Zirperkörper. Meine Freunde. Sehen wir uns nicht ähnlich? Wenn du das hast. Huch. Mann. Zirper. Super. Wir kommen schon. Süßer kleine Zirperkörper. Die will ich als Ja, Kuscheltier haben. ist er nicht Knuffi? Ja, ne? Ich nenne ihn jetzt Hansi. Oh, das ist der Unerbittliche. Der hält genauso wenig aus. Hansi Hintermeer. Was denn? Dann darfst du ruhig weitergehen. Ja, warte. Oder habe ich dich jetzt so sehr verschreckt? Mike, keine Nee. Wahlen. Unmöglich wäre es. Oh, mein Weg Logo. dich, dein Orbit. Anwart Unterberg. Ach na, was ist denn der? Zwerge. Ich Da. mag keine Zwerge. Sind das unsere Feinde? Ja. Weil. Unter anderem. Das ist ein böser Unter Zwerg. anderem.
Mach den nicht. Wo ist denn der blöde Hobbit da? Oh! Hoppala! So leicht geträumt. Wir warten da jetzt irgendwie auf den und gleich fällt er um. Oh mein Freund, ich heile dich. Ich heile dich. Mit einem Schrei oder was? Ja, es ist was ähnliches wie du hast, nur dass es mich so kontinuierlich ein bisschen heilt. Nicht oft und es bringt nicht viel, aber immerhin. Ja, hupst auch so ein bisschen, ne? Ja. Mir nehmen mal kalt. Labarama, schön, dass du reinschaust. Alles gut bei dir? Abend. Einen schönen Abend gehabt? Mir ist so minimal kalt, ne? Glaub ich. Ja, ich hab das Fenster auch noch offen. Ich blöd. Ja, ne? Ja, wundern sich Frauen, dass einem kalt ist, wenn sie so, so blöd sind, die Fenster zu schließen. So. Das klar bei mir und selbst. Jo, auch. Auch. Einen etwas sehr turbulenten Tag gehabt, aber alles schön, alles super, oder? Alles. Ich weiß gerade wo. Ach da. Aber alles gut bei uns. Könnt ihr mich denn nicht meinem Elend überlassen? Ihr hättet nicht einen Moment früher kommen können, oder? Bevor der Zwerg mich durchbohrt hat, vielleicht. Nun ja, muss wohl so sein. Zuerst war es Eogan, der gesagt hat, dass wir alle reich werden, wenn wir Angmar die Treue schwören. Als daraus nichts wurde, haben sich ein paar von uns entschieden, dass wir nichts mehr mit Angmar zu tun haben wollen. Wir haben mit ein paar von neuen Leuten gesprochen. Menschen, die vom Süden heraufkamen. Eine hässliche Gesellschaft war das. Aber sie scheinen zumindest keinen grausamen Geister oder sowas auf uns hetzen zu wollen. Scheint jedoch, als ob Angmar der Gedanke nicht gefiel, dass wir sie verlassen würden. Dann tauchte dieser Zwerg auf und ihr seht ja, was er mit mir gemacht hat. Nun, ich vermute, die Schwarzwürze sind erledigt. Du bist nicht nur bei Lea, oder? Ich spiel schon. Ja, länger. Hatte aber eine Pause von 3-4 Jahren. Und ja. Gut, wie alt ist Feathering online? Eine sehr gute Frage. Warte mal. Alt. Ja, er ist schon älter. Warte, ich google mal. Ja, ich auch gerade. Von 2007. Achso, ja, 2007 war die erste Veröffentlichung von Feathering online. Also es ist schon etwas älter. Willkommen zurück. Ja, danke. Ihr sprecht mal mit dem Unterberg. Ja, ich eile doch. Ich muss hier auch ein bisschen. Ist gerade das 14-jährige Jubiläum. Ah. Ach, okay, ja, deswegen die Jubiläumsquest. Okay, ich verstehe. Nun, es scheint, als ob dieser mysteriöse Zwerg entkommen ist. Wer hier herausgekommen ist, bleibt mir ein Rätsel. Und nach dem zu urteilen, was ihr uns von diesem Räuber berichtet habt, hätten wir mehr auf den Zwerg aufpassen sollen, als auf die Schwarzwolz. Nun, ich vermute, die Schwarzwolz sind jetzt wirklich am Ende. Trotzdem, irgendwie fühle ich mich immer noch nicht sicher. Wie dem auch sei, hier bleibt nicht mehr viel zu tun. Ihr überbringt die Neuigkeit am besten eurem Waldläuferfreund im Bree. So, es ist besser, wenn wir diesen Ort verlassen, ja. Die Waldläufer, die einst die Grenzen des Auenlandes bewachten, wurden aufgeregt. Ich sag einfach mal ja, weil ich kein Wort verstehe von dem, was du sagst. Frodo hat das Auenland verlassen, doch in Bree erwarten ihn große Gefahren. Ich komme zu spät. Jemand muss ihn vor den Nazgul finden. Gefahren. Gott, dass die Spieler immer so anscheinend. Ein wundervoller Tag. Gute Arbeit, für wahr, gute Arbeit. Dieses Schwarzwort lümmeln habt ihr es aber gezeigt. Ja, ne? Finde ich auch. Warum ist eigentlich alles Schwarze, was du mir hier gibst? Die Scheiße sind, Mann. Bitte wartet eine Minute. Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Ich habe nichts gemacht. Ach, komm, hör auf. Nicht denn, ehrlich. Einen guten Tag wünsche ich euch. Was hält euch noch hier? Dieses Schwarzwurz sind fort und war wahrscheinlich für immer.
Dieser seltsame Zwerg könnte noch irgendwo in dieser Gegend sein. Aber ich wette, er wird irgendwo anders hinziehen, wo es interessanter ist. Ihr solltet eurem Freund Streicher in Bre die Nachricht überbringen, wenn er euch geschickt hat. Dann wird er wissen wollen, was wir herausgefunden haben. Er hält sich vermutlich im tänzenden Pony auf. Diese Weitläufer trinken ganz gerne ein Bierchen. Und im Pony gibt es nach wie vor das Beste. Ich danke euch für eure Unterstützung. Weil jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr, um Räuber in dieser Gegend zu machen. Okay. Also verschwindet er einfach. Also steht er locker, was du jetzt neben einem und plötzlich ist er weg. Hallo, ach, da bist einfach du. Weg. Sehr schön. Nee. Jetzt schwingt dann bist ich weiß, ich bin schon lange weg und du? Na, wo bleibst du denn? Ja, du wirst mir irgendwie nicht mehr auf der Karte angezeigt. Sind wir noch in einem Team? Ja. Noch in der. Ja? Ja. Sind wir? Hat sich unsichtbar gemacht auf der Karte, ne? Wir müssen ja, schnell. Ja, damit handeln. Du mich nicht mehr findest. Ihr seid zurück und gerade noch zur rechten Zeit. Sollte eure Abreise, ist dir viel passiert. Aber ich habe nun keine Zeit, euch darüber zu berichten. Was ihr mir erzählt habt, wird meinen Männern hier im Breland gute Dienste erweisen. Aber im Moment gibt es eine dringlichere Bedrohung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Während ihr unterwegs wart, haben diese Nazgul, die ihr mit Amdir gesehen habt, den Gasthof hier angegriffen. Sie suchten den Reisenden, auf die ich warte. 4 Hobbits aus dem Auenland. Ich kann euch nicht sagen, warum sie an meinen Gefährten ein derartiges Interesse hatten. Aber was ich sicher weiß, ist, dass ich eure Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen muss. Ich brauche eure Hilfe. Ihr habt genau wie ich zwar 5 Nazgul gesehen, aber in Wirklichkeit sind es 9. Bevor ich meine Gefährten aus Breland herausbringe, muss ich wissen, wo sich die anderen 4 aufhalten. Wollt ihr nach Westen gehen und mit Lenglen sprechen? Ich habe ihn nach Bockland geschickt, damit er ein Auge auf einen bestimmten Hobbit wirft. Aber es scheint, als ob Herr Unterberg und seine Freunde sich für einen anderen Weg entschieden haben. Wir stehen nun hier unter meinem Schutz. Dennoch könnte Lengling wissen, wo die anderen Nazgul sich aufhalten. Er lagert auf einer Anhöhe im Norden des Bocklands und da hat vielleicht etwas gesehen, was mir von Nutzen sein könnte. Wir müssen euch beeilen. Ich darf unsere Abreise nicht zu lange hinauszögern. Seid gegrüßt. Geht's dir gut? Wartest du mal? Nö. Du wartest ja auch nie auf mich. Du wartest ja auch nie auf mich. Ja, auf mich. Was ist auf mich? Was ist auf mich? Eul doch. Aber du wartest ja nie auf mich. So, also müssen wir jetzt hier sprechen mit Langnese. Ja, mit Lenglen. Genau. Ja, du wartest nie auf mich. Das werde ich dir noch so lange vorhalten. Bis ich in den nächsten 5 Minuten vergessen habe. Das ist schön. So. Huawei. Ey, warte doch mal auf mich. Nö. Hoppla. Ey, bleib doch mal stehen jetzt, ey. Nö. Boah. Oh, hier gibt's ganz viele Quests. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Ja, ein Turmbild war. Das ist eine wiederholbare Aufgabe. Die ihr noch nie erfüllt habt. Okay. Annehmen? Ja, natürlich. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Jetzt hier wieder alle, oder wie? Ja, natürlich. Ich liebe es, sie zu quälen. Hallo, könnt ihr mir behilflich sein? Achso, nee, das nicht. Das nicht. Na, immerhin. Ah, aber da ist noch jemand. Hier können wir aber... Was benötigt ihr? Eure Quest abgeben. Bleibt die nehmen wir aber nicht an. So, das ist doch nur so ein... Ja, die grau... Mach mal auf.
Genau. Diese Wunder-VIP-Tante ist so praktisch. Ja, aber erstmal noch nicht. Machen wir ja später noch. Irgendwann. Es ist nicht vergessen. Es sind die Umschläge, die ihr findet, um Einladung zu sammeln. Ah, da sind Umschläge. Ja, jetzt, okay, jetzt kapiere ich. Ich hatte gerade nur im Kopf so, hä, wo sind denn hier Umschläge? Toll, muss ich hier warten. Worauf? Du hast es mir geklaut. Ja, musst du was anderes finden. Wo denn? Ja, in der Stadt musst du suchen. Augen auf beim Eierkauf. Boah. Ja, du glaubst so wohl nicht, dass ich immer die Arbeit für dich mache, oder? Mann. Ja, toll, die können ja überall sein. Ja, könnten sie. Du kannst mir wie 6 Briefe sammeln. Echt? Geht das? Ich find's witzig, wie er gerade am Suchen ist. So beschissen, ey. Ich mach mir da gerade so ein bisschen was Spaß draus. Was eine Atombombe hier drauf werfen, ey. Jetzt hör doch mal auf mit deiner Atombombe. Das hilft dir auch nicht. Doch. Nein. In der Tat nicht. Ah. Wenn wir mir öffnen, wenn kein Lustbild gibt es. Ah. Aha. Hast du dich hier versteckt, ja? Was? Ich? Nö. Das ist meiner. Finger weg hier. Geh weg. Ey. Wieso hast du ihn doch gekriegt? Ey, ich hab noch gar keinen einzigen. Ja, du musst ja auch in deinem Inventar da gucken. Da sind sie drin. Oh. Weißt du, wer mit geschlossenen Augen durch die Welt geht, wird halt bestraft. Oh, ich liebe es, ihn zu ärgern. Das macht so viel Spaß. Das macht so viel Spaß. Mein Auge zuckt schon wieder. Ich werd schon wieder ganz wahnsinnig. Nee, aber danke für den Tipp mit den Briefen. Das mit Gordon. Gordon. Das macht doch mehr Spaß. Ah, ich bin hier schon aus dem Gebiet raus mit den Briefen. Wo sieht man denn wohl? Er öffnet eine Karte. Wie oft habe ich dir gesagt, öffnet eine Karte? Ja, hab ich gerade, Mann. Hast du die erste? Hast du verlorene Einladungen in deiner Liste drin? Ja. Dann müsstest du es auch sehen. Dann hast du, wenn du auf M drückst, hast du da so ein, zumindest bei mir ist da so ein rotes Feld. In diesem Feld, in dem man sich dann bewegt, gibt es dann die Sachen, die man braucht. Ach, das soll ein rotes Feld sein. Ah. Ja, ich weiß nicht. Okay. Es kann auch sein, dass es blau ist. Es kann auch sein, dass es grün ist. Ich weiß nicht, mit welcher Farbe es bei dir eingepinnt ist. Ich kann in deine Map leider nicht reingucken. Ah, warte mal. Würde manche Dinge nicht vielleicht vereinfachen. Ah, ja, jetzt habe ich es. Ich kann das ja unfärben. Ja, jetzt ist alles klar. Das weiß er nach über 40 Spielstunden jetzt endlich mal, nachdem ich ihm das schon tausendmal erzählt habe. Also das ist gerade für mich voll die Evolution, dass ich das umfärben kann. So hörst du mir zu, wenn ich dir was erkläre. Jo. Selbst schuld. Ja, warte auf mich. Quetschfeldfarben kann man ändern auf der Map. Wie gesagt, eigentlich hatte ich ihm das. Es war nur relativ am Anfang, glaube ich, wo ich das erzählt hatte. Weil das alles fand ich, zu viel das, Information, alles. Weil das fand ich damals irgendwie auch cool, dass man hier so verschiedene Farben dann hat, womit man das auswählen kann. Das hätte ich in manch anderem Spiel gerne. Diese Ansicht macht es einem etwas leichter. In dem Ding, wo die Quests stehen, wenn man die Karte aufmacht. Ja. Ah, da oben! Also, ich wundere mich, wo dieser Umschlag ist. Da steht hier. Liegt hier. Fällt hier oben.
frage mich nur, wo du schon wieder hin bist. Ja, in meinem Gebiet. Achso, du solltest kannst gleich nochmal auf den Platz kommen. Warum? Die Briefe spawnen neu. Ja, das habe ich schon. Das ist mir tatsächlich schon aufgefallen. Weil ich ja. Ich glaube, da hinten. Hatte ich ja vorhin schon einen. Da kommst du. Sehr schön. Es gibt nämlich hier wieder Sammelaufgaben, die wir annehmen können. Bleib stehen. Nee, ich will dich wohin führen. Nee, erstmal mache ich jetzt das hier zu Ende. Nein, jetzt komm noch mal kurz. Oh. Es geht nur ums Annehmen, nicht ums Machen. Nur kurz herkommen. Sonst heißt es hinterher wieder, ich habe was ohne dich gemacht und... Was denn? Einmal annehmen. Bitte alles hier auf dieser Karte annehmen. Alles? Lass dich mal kurz was am Arsch lenken. Kannst du mich, nehme ich da irgendwas von an? Tickst du nicht mehr ganz sauber, ey. Kommst du jetzt her? Nein! Doch! Kommst du jetzt her? Toll, jetzt ist das markierte hier, ey. Ja, kommst du jetzt her, sag mal. Wie kann man das? Nimm das nicht alles an, das kannst du vergessen. Das sind nur Sammelaufgaben. Die findest du, wenn du Monster tötest. Die sind in deinem Beutel dann drin. Da brauchst du nicht mehr groß was machen. Die findest du einfach. Wenn du in deinen Beutel guckst, natürlich. Wenn du nicht in deinen Beutel guckst, ja, dann hast du sie halt bis an dein Lebensende im Questlog drin. Oh. Kannst du natürlich auch so haben. Versteckte WTN. Ah! Siehst du, die Sammelaufgaben sind doch für etwas gut. Die geben dann nämlich Buch der Taten Aufgaben frei. Manche. Paar versteckte. Ja, ja, jetzt. Bist du aber auch zimperlich heute. Das ist noch ein Buch. Ist das hier alles weg mit dieser. Boah! Merkt man, dass ich ihn gern ärgere? Nein, oder? Ich glaube, hier ist bei 100 Stück. Also bei Buch der Taten bin ich sowieso immer dabei. Wir versuchen es ja zu vervollständigen. Ob es was wird, weiß ich noch nicht. Bei seiner Geduldsspanne und Aufmerksamkeitsspanne wage ich es zu bezweifeln. Ich glaube, wenn wir uns nächste Woche sehen, ich krieg so einen drauf. Ich krieg das alles wieder zurück. Es ist hier alles weggepinnt, was eigentlich wichtig war. Nein. Sarah, Geschenke. Was kann ich für euch tun? Was ist dieses blöde Buch, Tatenbuch? Ah, blub da. Sammelaufgaben. Ja, da ist... Gut, der Taten brauchst du gerade noch nicht. Ja, aber ich muss das doch hier wegpinnen. Das ist jetzt hier alles... Ja, aber das ist ja nicht im Buch der Taten drin, das ist in deinem Questloch drin. Das schaltet dann ja später nur eventuell versteckte Sachen frei. Das hat ja mit dem Buch der Taten jetzt erstmal nichts zu tun. Nee, jetzt ist das aber hier weg mit dem... Ja, dann musst du auf L drücken und musst deinen Kram da raussuchen. Das weiß ich. Wie hieß denn jetzt das mit dem Brief sammeln? Warte. Muss ich gerade selber erstmal suchen.